Hey, willkommen Donnerstag. Schön, dass du wieder hier bist. Heute gebe ich dir meine drei besten Tipps mit, wenn es um das Thema Frauen anschreiben geht. Also wenn es darum geht, online zu flirten auf Plattformen wie Tinder, auf Plattformen wie LaVou. Mit diesen Tipps wirst du in Zukunft mehr Frauen oder heißere Frauen auf diesen Plattformen treffen können. Viel Spaß beim Video. Also die erste und wichtigste Sache, das ist die Grundregel überhaupt, die auch immer dann gilt, wenn Leute Frauen auf der Straße ansprechen wollen. Das ist immer das, was ich meinen Teilnehmern mitgebe. Die erste und wichtigste Grundregel ist, schreib viele Frauen an. Ja, du musst verstehen, dass dieses Online-Dating-Game ein großes Nummern-Game ist, also ein großes Numbers-Game. Genau wie Frauen kalt auf der Straße ansprechen. Ja, das heißt, je mehr Frauen du anschreiben kannst, desto besser. Und viele Männer machen den Fehler, dass sie eine Frau treffen, anfangen mit der zu schreiben, sich denken, hey, die ist ja voll nett, mit der wird das bestimmt was, und dann aufhören, anderen Frauen zu schreiben oder in andere Frauen zu investieren. Und das ist dumm, weil gerade online kannst du dich nie darauf verlassen, dass überhaupt irgendwas draus wird. Vielleicht trefft ihr euch zum ersten Treffen, vielleicht gibt es nicht mal ein erstes Treffen, und selbst wenn ihr euch trefft, merkt ihr vielleicht, dass ihr einander gar nicht gefällt. Das heißt, je größer du hier fächerst, desto besser. Ja, generell gilt für dich als Mann, du darfst gerne eine breite Auswahl an Frauen fahren, bis du in einer Beziehung mit der Frau bist, weil du möchtest ja wahrscheinlich für dich, vorausgesetzt du möchtest überhaupt Beziehung, dann möchtest du wahrscheinlich für dich die passende Frau haben, und die findest du ja nur, wenn du viele Frauen kennenlernst. Wenn du mit vielen Frauen schlafen willst, dann ist es noch wichtiger, dass du viele Frauen auf dem Profil anschreibst, denn ansonsten kannst du logischerweise nicht mit vielen Frauen schlafen. Nimm das Ganze auch nicht zu ernst, wenn es dann mal mit einer Frau nicht funktioniert, denn wie gesagt, es ist ein Nummernspiel, es ist ein Spiel der großen Zahlen, und deswegen nimm Dinge, die nicht funktionieren, nicht so ernst. Die zweite Sache ist, dass du dich ordentlich um dein Profil kümmern musst und auch um das Profil der Frau. Also ordentlich um dein Profil kümmern heißt einfach, erstelle ein Profil, auf das man dich anschreiben kann. Gib der Frau also die Möglichkeit, dich anzuschreiben. Ja, das ist wie, als wenn ich mir in den alten Pickup-Zeiten einen pinken Hut aufsetze und irgendwelche Brillen und irgendwelche verrückten Ketten, damit Frauen mich ansprechen können. Damals nannte man das noch Peacocking. Und genau das möchtest du auch in deinem Profil machen. Ich hatte mal ein Profil, das ich tatsächlich einfach so 1:1 rauskopiert hatte von einem amerikanischen Dating-Coach, wo, was hatte ich denn da mal reingeschrieben? Oder wie war denn da mal meine Beschreibung? Das war ungefähr so wie, ja, ich stehe morgens auf, dann laufe ich 20 Kilometer, dann trinke ich einen Eiweißshake und dann fälle ich mit meiner bloßen Hand einen Baum. So, und manchmal klappt das mit dem Baumfällen und manchmal eben nicht. Also der komplette Scheiß, also irgend so ein Quatsch habe ich da reingeschrieben. Aber so viele Frauen haben mich auf diesen komischen Baumfällen-Kram angeschrieben. Also sie haben dann gefragt, wie oft ich es denn schaffe, dass ich den Baum gefällt kriege. Oder ob ich denn immer jeden Morgen einen Baum fällen gehe. Also es war offensichtlich nicht ernst gemeint, das mit dem Baum fällen. Aber das hat den Frauen halt eine Möglichkeit, eine Entschuldigung zu geben, dich anzuschreiben. Das heißt, kümmere dich um eine gute Beschreibung. Die sollte lang sein, die sollte gut sein. Aber da sollten Möglichkeiten für die Frau drin sein, dich anzuschreiben. Ja? Und dann kümmere dich, und das ist das Allerwichtigste beim Online-Dating, kümmere dich um gute Fotos. Du musst nicht James Bond sein, du musst nicht aussehen wie ein Calvin Klein Unterwäschemodel, um da erfolgreich zu sein. Aber du musst gute Fotos haben. Die Fotos sollten gut rüberkommen. Und da habe ich einen Geheimtipp für dich, der einfach super ist. Wenn du Fotos mit Frauen machen solltest oder mit mehreren Menschen, dann ist es sinnvoll, wenn du die Fotos so machst. Also angenommen, du hast hier eine Frau neben dir, ja, und du hast sie so im Arm, dann könntet ihr beide ja in die Kamera gucken. Was aber viel besser ist, ist, wenn sie in die Kamera guckt und du zur Seite wegguckst, als wäre da links oder rechts von dir etwas ganz anderes Interessantes. Denn dann wirkt das so, als hättest nicht du irgendwelche Fotos mit Frauen gemacht, sondern als hätte diese Frau ein Foto mit dir machen wollen, aber du bist eigentlich aufmerksamkeitstechnisch gerade ganz woanders. Ja? Das macht das Foto wertvoller. Generell sollte man bei Fotos mit Frauen allerdings aufpassen. Ich sehe manchmal Fotos von Typen, die auf irgendeiner Messe, auf einer Fitnessmesse oder einer Automesse so zwei Frauen so im Arm haben, und jeder weiß ganz klar, hey, du hast gerade auf dieser Fitnessmesse ein Foto mit diesen Frauen gemacht, und das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Ja, mit Frauen muss man immer so vorsichtig sein, in größeren Gruppen, Fotos in größeren Gruppen, wo du dann dabei bist, ist in Ordnung. Ansonsten achte einfach darauf, dass das gute Fotos sind, dass du darauf zu erkennen bist, dass du vielleicht mal ein Foto hast, wo du vielleicht ein bisschen ernster wirkst, mal ein Foto, wo die Frau dich auch lächeln sehen kann, sodass sie ein paar verschiedene Facetten von dir wahrnehmen kann. Wenn du Online-Dating sehr ernst angehen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, zu einem bei Fotografen zu gehen und wirklich gute Fotos machen zu lassen oder dir einen Fotografen zu besorgen, der für dich mal mit dir mal 2-3 Stunden in der Stadt umherzieht und an irgendwelchen verschiedenen Orten mal coole Fotos macht. Weil die Fotos sind
das A und O. Die Fotos sind eine der ersten Sachen, die die Frau sieht. Die sieht die ja noch meistens vor der Beschreibung. Ja, Fotos kommen noch vor der Beschreibung. Deswegen, wenn du im Online-Dating erfolgreich sein möchtest, dann musst du dich um gute Fotos kümmern. Das ist einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und dann sage ich ja, kümmere dich um das Profil der Frau. Das heißt, schau dir das Profil der Frau ganz genau an. Weil aus dem Profil der Frau kannst du die meisten Informationen ziehen und dadurch das Anschreiben am allerbesten gestalten. Wenn du dir das Profil der Frau nicht ordentlich anschaust, dann lässt du viele Möglichkeiten weg. Bei Tinder gibt es jetzt neuerdings die Möglichkeit, dass du auch das Instagram-Profil anschauen kannst. Schau auch mal da drüber und finde halt irgendetwas Relevantes, auf das du die Frau dann ansprechen kannst. Das zeigt zum einen, dass du dir ihr Profil tatsächlich angeschaut hast, und weil sonst hättest du diese Kleinigkeit vielleicht gar nicht gefunden. Wenn du erstmal wie im Instagram warst und dann ein paar Bilder durchgeschaut hast und dann hast du gesehen, oh, die schwimmt ja ganz viel, ja, und das hast du auf dem Instagram gesehen und darauf sprichst du sie dann an, dann ist das Ganze natürlich sehr positiv, weil ihr das zeigt, hey, der hat mein Profil tatsächlich angeschaut, der ist tatsächlich interessiert an mir. Ja? Außerdem brauchst du natürlich so ein paar Angaben, um sie einigermaßen ordentlich anschreiben zu können. Und die dritte Sache, da kommen wir zum dritten Punkt, ist, dass du immer eine Frage oder eine Vermutung stellen solltest. Ja? Stell eine Frage oder noch besser, stell eine Vermutung an. Ja, also du hast ihre Profilinformationen und wenn du die erste Nachricht schreibst, ja, dann mach sie nicht super lang, aber stell am Ende der ersten Nachricht eine Frage oder stell eine Vermutung an. Also eine Frage ist sowas wie, hey, kommst du oder hey, studierst du? Deine Vermutung wäre, du siehst irgendwie aus, als würdest du studieren, kann das sein? Der Vorteil mit Vermutungen gegenüber Fragen ist, dass erstens könntest du richtig liegen. Und wenn du richtig liegst, dann ist es halt so, boah, krass, woher hast du das gewusst? Also wenn ich sage, hey, du siehst aus, als wärst du so und so eine Person. Ja, sagen wir, hey, ich finde, du siehst aus, als wärst du eine sehr selbstbewusste Person. Und du bist, oder ich sag mal, du siehst dich als selbstbewusste Person und dann bist du so, hey, ja, krass, woher wusstest du das? Ja, also dann freust du dich, dann ist da Emotion drin. Oder ich liege falsch und dann fragst du dich, hey, aber wie kommst du da drauf? Ja, das ist wie so ein psychologischer Test aus so einer Zeitung. Ja, wir wollen viel über uns wissen, wir wollen Dinge über uns erfahren, über uns selbst. Und wenn ich eine Vermutung über dich anstelle und die ist falsch, dann willst du halt wissen, aber wie kommst du denn da drauf? Ja, und schon ist ein interessantes Gespräch entstanden. Hingegen eine Frage beantwortet man einfach mit einer Antwort und das war's dann. Vermutungen sind immer besser als Fragen und funktionieren auch im Online-Dating genauso gut, wie sie auf der Straße im normalen Kennenlernen funktionieren. Das waren meine drei besten Tipps. Cool, dass du da warst. Hier kannst du den Channel abonnieren, hier links neben mir auf dem Pfeil. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben, wo ich dir beibringe, wie du deinen Erfolg mit Frauen auf das nächste Level bringen kannst. Und unten rechts in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel, wo ich dir die wichtigsten Flirttechniken aus meinen 10 Jahren Erfahrung mitgebe. Unbedingt anschauen. Links unten, letztes Video auf dem Channel. Schön, dass du hier warst.